Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen in unserer TUAGS Pressebox zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Löwen Frankfurt gegen die Wölfe, den EHC Freiburg. Ergebnis 2:4 für die Gäste. Zuschauer heute am Family Day 4668. Spieler des Tages erwähnen wir auch noch, der Vollständigkeit halber. Auf Seiten der Löwen Frankfurt war das heute Nils Liesegang und bei Freiburg Tobi Kunz. Ja, ganz herzlich willkommen, Leo Sulak. Schön, dass wir uns mal wieder hier sehen und natürlich auch ein Hallo an Paul Gartner. Ja, dann bitte Ihr Statement zum Spiel. Ich hoffe, Sie sind rundum glücklich heute. Ja, auf jeden Fall. Dass wir 3 Punkte in Frankfurt holen, da hätte keiner gestern oder heute vor dem Spiel darauf gewettet. Aber zum Spiel, wir wissen, dass die Frankfurter immer am Anfang jedes Drittel sehr viel Druck machen. Das war auch optisch überlegen, hatten da Schüsse nur. Wir haben die Schüsse von der Seite erlaubt und vom Tor im Slot war alles super, super gedeckt, dass da nur die abgefälschte Schüsse waren haben auf die Chancen gewartet, die auch da gekommen sind. Und wenn wir da im ersten Drittel noch 2 Tore schießen, hätte man sich nicht wundern müssen. Im zweiten Drittel war es da hatten wir noch ein paar Chancen, aber dann ist der zweite Torwart da ins Tor gekommen und der hat ein Riesenspiel gemacht, dass der viele Chancen noch gehalten hat. Und im letzten Drittel wussten wir, dass es knapp wird, dass die Frankfurter immer sehr viel Druck gemacht haben. Das war auch der Fall. Aber wir haben es überstanden und die 3 Punkte geholt. Gratulation an die Mannschaft, weil die kämpferische Leistung war heute sehr top, top und ein perfektes Auswärtsspiel. Danke. Ja, Paul, das 100. Tor ist heute gefallen, 5 Siege in Folge, aber am Ende hat es dann heute doch nicht gereicht. The 100th goal was scored by the guys, 5 wins in a row, but tonight it wasn't meant to be for us. What's your statement on the game? Well, 100th goal doesn't mean anything. I mean, It's wins and losses. Stats don't mean anything. And obviously, you got beat by a hard-working team. Maybe one of the worst things that could have happened is had 2-3 good shifts right at the start, and all our players, or not all of them, but lots of them thought it was going to be an easy night. And it's never an easy night in this league. And Freiburg kept working and chipped away and got 3 goals. And you can't get behind any of these teams these days. And goalie made some big saves. But we've been going along pretty well. We'll lick our wounds and be ready to work this week and be ready for Derby weekend next weekend. Ja, das 100. Tor interessiert den Paul natürlich heute überhaupt nicht, die Statistik. Also eine Randnotiz. Er war auch, wie gesagt, mit der Einstellung der Mannschaft nicht zufrieden. Die ersten 2-3 Shifts waren okay, aber dann hat ihm das einfach nicht gefallen. Freiburg hatte auch dann einen starken Torwart im Tor und hat dann auch die 3 Tore geschossen. Bei uns hinten raus dann auch unser Goalie natürlich stärker, aber am Ende müssen wir jetzt die Wunden lecken, können heute nichts mitnehmen und uns dann in der Woche vorbereiten auf das Derby das Derby-Wochenende gegen Kassel und Bad Nauheim. Soweit die Statements der Trainer. Fragen seitens der Medienvertreter, vielleicht auf Tschechisch oder? Ja. Auf Deutsch, gut. Ja. Von außen hatte man den Eindruck, die Jungs haben das Spiel oder die Tabellenführung schon vor dem Beginn erzielt. Ja. So, Michael Löffler, FNP, fragte, es sah so ein bisschen aus, als hätten die Jungs schon die Tabellenführung in der Tasche vor dem Spiel. It looked like a bit the guys were leaders of the DL2 before the game with the whole passion level and the energy level. Well, again, the first 2-3 shifts, Paddy Jarrett's group went out, and I think it was a minute 25 they didn't get the puck out of their end, and next group went out. Probably the first 2.5 minutes we controlled the game, and I think all of a sudden our minds slipped a little bit, and Freiburg dug in their heels and came hard at us and scored 3 goals. Also wie gesagt, die ersten Shifts waren aus seiner Sicht noch okay, aber dann hat es irgendwie nachgelassen mental und Freiburg war dann eben auch sehr, sehr kampfstark heute. Weitere Fragen noch zum Spiel oder?
Gut. Doch, okay. Nochmal der Herr Löffler. Ja. Die Reihen verändert, nachdem man jetzt erfolgreich war, spielt da plötzlich der Tyler Grohn mit Stretch und mit. Okay, die Frage ist, warum Paul Gardner die Sturmreihen leicht verändert hat. Paul, why did you make a slight change in the offense with Tyler back on the first line? I don't think it's a first line or a second line. It's but you make changes to try and get us going a little better, to grab everybody's attention. I didn't think they were going that well. If we move some guys, maybe they focus a little better and play a little harder. Ja, er hat natürlich die Entscheidung getroffen, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit der Jungs zu erhöhen und das ganze Spiel auch ein bisschen zu beleben. Soweit die Antwort. Ja? Stört mich jetzt mehr, dass es nicht geklappt hat mit der Tabellenführung oder mehr einfach Ärger über die Niederlage? Die Frage ist, was Paul Gardner mehr stört, die verpasste Tabellenführung oder die Niederlage? What hurts you more, that we're not first or the loss? Oh, the loss. I mean, I'm not worried where you win as many games as you can, and yeah, they'll tell you, and you end up where you do in the standings. You don't worry about other teams. You worry about yourself. You know, who knows what's going to happen with other teams? We have to worry about our team. So certainly, it's the loss. I'm not a stats guy. Also, ist kein Trainer, der zu viel auf Statistiken gibt. Deshalb sagt er, wir kümmern uns um uns und gucken auch nicht zu sehr auf andere und insofern war das die Antwort. So, ich glaube, jetzt sind alle Fragen soweit erledigt. Dann gucken wir nochmal ganz kurz auf die Endergebnisse. Liegen natürlich noch nicht vor, außer Kassel gegen Krimmitschau 7:0 für Kassel. Ja, dann verabschieden wir uns natürlich. Gute Heimfahrt nach Freiburg. Hoffe, es ist nicht zu schlimm im Schnee, aber ich glaube, im Breisgau scheint ja immer die Sonne. Und viel Glück dann am Freitag in Bad Nauheim, wenn ich richtig informiert bin. Und für die Löwen, wie gesagt, Derby-Wochenende, Freitag Kassel, Sonntag hier 18:30 gegen Bad Nauheim. Bis dahin, Dankeschön. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.